Das ist jetzt die letzte Benutzung, die ich habe für die Tasche. Au! Warum? Bleib mal locker. Ach nö, komm! Ist das jetzt dein Ernst? Ich warte, bis er ruhig ist. Fang an und dann fängt er direkt wieder an. Wer hängt denn so viele Schränke auf in seinem Leben? So viel. Wer kauft denn so viel, um an die Wand zu. Heute ist nicht gut. Heute ist definitiv nicht gut. Das ist. Nein, irgendwas stimmt heute nicht. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu The Escapist. Willkommen zurück im ganz, ganz tollen Super-Duper-Knast, wo alles absolute Ewigkeiten braucht und wo man sehr, sehr viele Nerven benötigt, weil man ansonsten ganz langsam wahnsinnig wird und den Verstand verliert. Ich habe eventuell, könnte sein, nagel mich nicht drauf fest, aber es ist möglich, ich habe einen Plan, wie ich herauskomme, ohne den Lüftungsschacht benutzen zu müssen, weil hier unten ist ja eine rote Tür, die in den Außenbereich führt, wo ich sowieso hin muss und ich habe den roten Schlüssel. Das heißt, werd durchsucht, cool. Das heißt, ich könnte vielleicht heraus, ohne über den Lüftungsschacht gehen zu müssen, was bedeutet, dass ich keinen Schraubenzieher kaufen muss, was bedeutet, dass meine Geldbörse etwas geschont wird und was auch bedeutet, dass es nicht so lange dauert, weil ich mich nicht oben durchschneiden muss durch den Lüftungsschacht. Was nicht heißt, dass es jetzt weitaus schneller geht, weil ich immer noch sehr, sehr viele Sachen brauche, die sehr, sehr teuer sind und sehr, sehr schwer zu finden. Aber es ist vielleicht, wenn da es überhaupt durchdacht ist und funktioniert, keine Ahnung, ein Hindernis weniger, was mir im Weg steht. Okay, was ist alles illegal? Das, 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 das und das passt nicht rein. Ich versenke die Pfeile im Klo. Ist es nicht cool, wie ich direkt angefangen habe und sofort instant durchsucht werde? Es ist toll. Es ist absolut großartig. Das ist einer der besten oder eines der besten Gefängnisse, in dem ich jemals eingesperrt sein durfte. Es ist wirklich eine große Ehre, hier zu sein. Und man merkt einfach, wie sehr sich die Wachen um mich sorgen. Die Tatsache, dass ich fast täglich, manchmal auch mehrfach an einem Tag durchsucht werde, zeigt einfach, dass man sich hier darum sorgt, wie es den Gefangenen geht. Ach, jetzt mach schnell, komm. Dankeschön. Das ist ja furchtbar. Das hier und das hier. Yay. Okay, Frühstück. Yay. Ich habe immer noch kein Tape für eine Tasche, aber hier ist noch eine Folie. Warte mal, zwei Folie und ein Tape gibt aber eine stärkere Tasche. Okay, wenigstens bringt es mir irgendwas, aber ich will doch nur Tape. Ich habe, glaube ich, seit Ewigkeiten in dem Knast kein Tape mehr gefunden. Ich glaube, doch. Ich glaube, die Male, wo ich Tape gefunden habe, könnte ich fast an einer Hand abzählen. Kinder frohlocket, ich habe endlich Tape gefunden. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. Okay, jetzt muss ich das nur noch in meine Zelle bringen, ohne geröstet zu werden. Wäre toll, wenn das gehen würde. Okay, ich kann jetzt eine Supertasche machen mit dem Zeug, das ich habe, ne? Das geht. Bill sagt mir, das waren zwei Folien und einmal Tape, nicht anders. Eine Supertasche. Okay, cool. Das heißt, ich könnte jetzt Zeug hin und her transportieren. Aber noch nehme ich die nicht mit, weil wegen, ich habe nicht annähernd genug Geld, um mir was super teures zu kaufen. Also ja, das Ding wird erstmal hier vergammeln. Ja, das ist toll. Noah verkauft Balsaholz, was ich ganz dringend brauche, aber ich habe die Tasche nicht dabei. Und wir sind mitten im Mittagsappell, aber es wurden die, also die, die durchsucht wurden, wurden schon angesagt und ich bin's nicht, also komm. Fuck it. Au! Ich brauche die Tasche und dann muss ich unbedingt zu Noah. Ich brauche dieses Holz, das ist essentiell für den Ausbruch. Und das ist nicht mal übertrieben, es ist wirklich essentiell für den Ausbruch. Bin ich rechtzeitig da, bevor sein Assortiment durchwechselt? 72. Noah. Balsaholz, ey, wenigstens habe ich irgendwas. Jetzt brauche ich noch irgendwann noch ein Balsaholz. Dann kann ich das zusammen machen, dann gibt das die Basis des Floßes. Und darauf kann man dann das Segel machen. Was dann wieder Seil braucht, ohne Ende. Ich bringe das Zeug erstmal weg jetzt. Ich hätte jetzt auch warten können, bis er hier durchläuft, ne? Toll. Wie viel wird abgezogen? 85. 15% pro Benutzung. Okay. Aber wenn ich den Plan durchziehen will, mit ich gehe nicht durch den Lüftungsschacht, sondern durch den Eingang raus, dann brauche ich mindestens 4 Benutzungen. 4 Benutzungen, die Tasche muss 4 Benutzungen übrig haben. Weil, pass auf, ich habe mir das in der Zwischenzeit überlegt, folgendes. Wenn Rollcall ist, ziehe ich mir die Wächteruniform an und verstecke mich hier drin. Mach die Bettpuppe aber schon ins Bett. So, alle gehen an mir vorbei, hier kommt fast nie eine Wache durch. Ich warte also hier drin, bis es dunkel ist, muss ich zweimal durch den Detektor, einmal rein, einmal raus, sind zwei Benutzungen. Dann kann ich hier unten lang, durch den Detektor.
Und dann müsste hier unten, glaube ich, irgendwo noch einer sein, richtig? Ich weiß es nicht. Nee, Quatsch. Ich muss ja auch noch durch den hier oben. Also doch, es sind insgesamt 4. Den hier zweimal und den hier unten. Und dann kann ich rauslaufen. Denke ich richtig oder denke ich falsch? Weil ich darf das mit der Tasche nicht übertreiben. Und wenn alle Benutzung 15% sind, dann muss ich es bei 60 belassen. Weil ansonsten ist die Tasche Schrott. Und ich krieg 100 Heat, wenn ich durchlaufe. Oh, das wird toll, das wird toll. Ich brauche vielleicht mehr als eine Tasche, ne? Kennt jemand das Sprichwort, man sitzt zwischen den Stühlen? Ich glaube, der gute, wie heißt der gute Benjamin hier, hat das Ganze ein bisschen sehr wörtlich genommen. Der sitzt nämlich wirklich zwischen den Stühlen. Hier ist ein Stuhl, wo er hier sitzt. Und, ah ne, es ist Jevin. Benjamin sitzt hier. Jevin sitzt zwischen den Stühlen, weil ich sitze hier, da ist ein Stuhl. Und Benjamin sitzt auf dem Stuhl. Und er sitzt einfach irgendwie zwischendrin. Das Spiel ist eigentlich extrem broken, wenn man es mal so sieht. Also, letztes Mal wurde ich aus meiner Zelle ausgesperrt, manchmal bewegen sich die Wärter nicht, also manchmal ist es schon ein bisschen merkwürdig. Balsaholz. Ich kann jetzt das Floß machen, beziehungsweise die Basis vom Floß, richtig? Ich habe alles dafür zusammen. Das ist gar nicht mal so schlecht, gibt es irgendwas Neues, ein Feuerzeug. Ich nehme mal alles an, was ich kriegen kann. Trachtprügel mache ich nicht, zu viel, das ist zu auffällig, ich kann heute nicht reden. Hofgang. Gern. Okay, jetzt mache ich gleich das Floß, also die Basis vom Floß. Und dann kommt alles langsam, aber sicher zusammen. Und er sprach, es werde Floß. Ich brauche zweimal Balsaholz und einmal Seil. Ne? Das war das Rezept. Bum, bum, bum. Floß Grundgerüst. Okay, jetzt brauche ich noch einmal Seil, um das mit dem Segel zu verbinden. Ne, weil einfach so geht das nicht. Genau. Ich brauche noch einmal ein Seil, um das durchzuverbinden. Dann brauche ich nur noch einen Enterhaken und dann könnte ich gehen. Also langsam, aber sicher kommt's zusammen. Und ich habe zwischendrin Tape gefunden, das ist hier, weil ich glaube, das brauche ich für den Enterhakenkopf. Also man muss ja einen Enterhaken aus dem Seil und einem Enterhakenkopf machen und für den Enterhakenkopf brauche ich, glaube ich, Klebeband. Ich weiß es nicht genau. Aber hey, ich habe jetzt ein Floßgrundgerüst. Das ist nice, ich beschwere mich nicht. Benjamin, warst du das? Bitte sag mir, du warst das, weil ich brauche das Ding. Es ist Benjamin. Okay, ich kann sie mir leisten, aber ich habe die Tasche nicht dabei. Ich hole sie kurz. Bis ich die jetzt geholt habe, hat der Typ wahrscheinlich die Brechstange nicht mehr. Weil ich weiß nicht, in welchem Zeitintervall das ist. Also das hier, dass das Zeug durchwechselt. Die schlagen sich hier ohne Sound, das ist cool. Doch, Benjamin verkauft es immer noch. Jetzt, Brecheisen. Ich brauche ein Brecheisen für ein Grappling, für ein Grapplehead heißt das Ding, glaube ich. Okay, das ist jetzt die letzte Benutzung, die ich habe für die Tasche. Au. Warum? Bleib mal locker. Ich werde geschlagen wegen irgendwas. 55%. 15, 30, 45 und dann eigentlich 60, aber ich schätze 55 ist genauso gut. Noch 4 Benutzungen, die ich brauche. Okay, das ist interessant. Nice, jetzt werde ich K.O. geschlagen, was auch immer er von mir will. Was auch immer Rodney für ein Problem mit mir hat, komm mal runter. Okay, in dem Schreibtisch hier ist noch eine Folie, das heißt, ich glaube, ich mache jetzt noch eine Tasche. Um ganz, ganz sicher zu sein, dass ich auch ja das Zeug habe, was ich brauche, weil sie bringt mir nicht viel, wenn sie einfach nur herumliegt und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich es vorhab. Also brauche ich wohl noch einen davon. Es ist Mittagsappell. Yay! Was habe ich jetzt zusammengeklickt? Ich depp. Was für tolle Sachen. Irgendwie bin ich heute nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Illegaler Beutel. So, steck das Ding mal hier rein. Spaß und Freude. Was sehen meine Gefängnisaugen denn da? Ein weiteres Brecheisen. Kann ich jetzt den Grappling Head machen? Bumm, noch $85. Ich sollte jetzt den Grappling Head machen können, ne? Das sollte gehen. Verkauft irgendjemand noch was anderes, was mir vielleicht was bringt? Trevor? Nee, das war der gerade eben. Sonst irgendwas Sang. Nee, mehr als das brauche ich nicht. Okay, duschen, mache ich gern. Und jetzt bringe ich das Ding zurück. Und dann gucke ich mal, ob ich den Grappling Head machen kann. Das wäre echt geil. Auch wenn ich dafür vielleicht mehr Intelligenz brauche, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann da rein. Brecheisen und Klebeband. Ja, das ist das Falsche. Ich klicke immer das, weil ich jetzt gewohnt bin, es zu öffnen, um meine Aufträge zu nehmen. Das hier, hier. Wurfhaken, Oberteil. Jetzt fehlt nur noch ein Seil, dann habe ich einen Grappling Hook. Ah, dass ich diesen Tag noch erleben darf. Logan verkauft Seil. Oh, das ist ja unglaublich. Okay, endlich kann ich hier was Sinnvolles machen. Ich glaube aber nicht, dass ich schlau genug bin, um das Floß oder den Greifhaken zu bauen. Bin ich aktuell zu blöd dazu? Ja. Aber ey, wenigstens habe ich's. Wenigstens irgendwas, worauf ich oder worüber ich mich freuen kann.
Okay, jetzt muss ich Intelligenz auch noch hochfarmen. Das heißt, ich kriege das halt wahrscheinlich nicht mehr hin. Weil der Tag ist schon wieder gleich vorbei. 3, 2, 1 und ein weiterer Tag ist vorbei. Aber wenigstens habe ich jetzt das Seil. Es fehlt nur noch ein Seil. Und dann ist potenziell alles gut. Warte, ich mache jetzt das Floß statt den Wurfhaken. Weil das Floß hat mehr Teile in meinem Schreibtisch. Das heißt, es nimmt dann weniger Platz, wenn ich das jetzt mache. Bumm. Selbstgebautes Floß. Okay, jetzt brauche ich noch ein einziges Seil für den Wurfhaken. Und dann könnte ich, glaube ich, hier raus. Irgendwann mal. Wenn diese Dinge erfüllt sind. Oh, endlich. Wyatt verkauft Seil. Und ich muss auch gar nicht die Tasche benutzen, weil ich noch im Zellenbereich bin. Das hat jetzt Ewigkeiten gedauert. Und wenn man in dem Spiel nichts zu tun hat, dann ist das extrem, extrem langweilig zum Spielen, weil man einfach die ganze Zeit darauf warten muss, dass irgendwas passiert. Bitte sag mir nicht, ich werde jetzt auch noch durchsuchen. Okay, alles gut. Das heißt, ich kann nachher den Greifhaken machen und ich kann tatsächlich, vielleicht kann sein, am Ende von Tag 19 versuchen auszubrechen. Das ist zumindest das, was ich vorhabe. Das hat jetzt Ewigkeiten gedauert, wow. Ich war kurz davor, hätte es jetzt nicht funktioniert, ich war kurz davor, einfach immer und immer wieder denselben Tag neu zu laden. Vielleicht respawnt dann auch das Inventar der Händler und dann hätte ich vielleicht auch irgendwann Seil gekriegt, weil das ist ja lächerlich. Das ist ja absolut und komplett lächerlich. Oh, dass ich das noch erleben darf, grenzt ja fast an Wunder. Pass auf, zieh das rein, magischer Trick. Boom. Wurfhaken, ja natürlich. Natürlich, ist ja klar. Okay, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Das heißt, der Plan ist folgendermaßen. Ich mache mir jetzt immer noch eine Bettpuppe, lege die ins Bett noch vor dem Rollcall, also am nächsten Tag nicht jetzt, weil ich will das nicht nochmal machen müssen, wenn es fehlschlägt. Gehe dann quasi während des Rollcalls schon in die Bibliothek, also wenn alle anderen quasi ins Bett gehen, gehe ich in die Bibliothek mit allem, was ich habe und warte dann da, zieh mich da um, warte da, mach mich da bereit und gehe dann einfach durch die Vordertür raus. Und ab da kenne ich den Weg. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich denke, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Das wird äußerst interessant. Ich hoffe nicht, dass das fehlschlägt. Das wäre nämlich extremst peinlich. Okay, wir sind jetzt beim Duschen. Das heißt, gleiches Appell. Ich werde jetzt gleich versuchen auszubrechen. Ich hoffe, das funktioniert so wie gedacht. Ich gehe jetzt schon mal los und hole alles, was ich brauche. Die Leute werden mich jetzt hassen, weil ich aus dem Bereich rausgehe. Aber es geht leider nicht anders. Das muss jetzt sein, sonst schaffe ich es, glaube ich, nicht rechtzeitig zum Appell. Okay, was brauche ich alles? Ich brauche das selbstgebaute Floß, den Wurfhaken, den Schlüssel, den Cutter, das hier und das hier. Genau. Und alles passt genau in mein Inventar rein. Jetzt warte ich, bis Duschen vorbei ist. Dann gehe ich zum Appell. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich durchsucht werde? Ja, muss ich. Fuck. Ich verstecke diese eine Tasche im Klo. Die brauche ich nämlich nicht. Und die andere nehme ich mit. Weil dann muss ich mir auch keine Sorgen machen, wenn ich irgendwie durchsucht werde oder so. Dann ist alles hier rausgeschafft. Okay, ich hoffe, dass das so funktioniert wie gedacht. Bitte lass meinen Plan funktionieren. Ich habe alles, was ich brauche. Komm, jetzt ist gleich Appell. Die Bettpuppe ist drin. Es ist alles safe. Genau, ich gehe durch den Detektor. Bumm. 75. Okay. Cool. Schon ein bisschen sehr Schiss, doch. Wie spät denkt ihr, ist es? Es ist 19.20 Uhr. Werde ich durchsucht. Sang und Trevor werden durchsucht. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Wenn alle jetzt ins Bett gehen, gehe ich einfach in die Bibliothek. Und dann ist hoffentlich alles gut. Weil dann gehen die Zellen zu, ich kann mich da als Wache verkleiden und da kommt kaum eine Wache rein. Richtig? Und dann muss ich da drin warten, bis es, glaube ich, 23 Uhr ist, weil ansonsten werde ich gesniped. Anscheinend, wenn ich dann da rausgehe. Mein Herz, das ist das ganz große Ding, Leute. Das ganz große Ding. Alle gehen da rein, aber ich gehe hier rein. Ich warte, bis die Wachen weg sind. Und ich ziehe mich schon mal um. Was nicht geht. Fuck. Toll. 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 Klasse. 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 Okay. Zelle ist zu. Ich nehme das wieder mit, um keine Spuren zu hinterlassen. Jetzt warte ich einfach hier. Bis 23 Uhr. Aber meine Tasche hält das noch aus. Die ist jetzt bei 50. Genau. Ich brauche nur 4 Benutzungen, glaube ich. Dann ist alles gut. Okay. Es ist jetzt 23 Uhr. Das heißt, ich werde mal gucken, ob das funktioniert. Bumm. Noch eine Taschenbenutzung. Sieh mich nicht. Sieh mich nicht. Bumm. Letzte Taschenbenutzung. Okay, rote Tür. Rote Tür. Alles gut. Jetzt muss ich hier rein. Nochmal eine rote Tür. Hier hoch. Hier drüber anscheinend. Ohne runterzufallen. Jetzt kann ich mich hier durchcutten.
Und er ist nicht unter Strom. Nice, 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 nice. Ich bin so gut wie draußen. Okay, der Plan war gut. Komm. So musste ich nicht durch den Lüftungsschacht. Sonst müsste ich durch den Lüftungsschacht und einmal komplett außen rumlaufen. Und so kann ich einfach das hier machen. Dann hier. Okay, jetzt kann ich hier nicht runter. Dafür brauche ich einen Greifhaken. Yes, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und hier unten ist dann anscheinend das Dock. Alcatraz hat es versucht. Aber Alcatraz, also Alcatraz, HMP Iron Gate, konnte mich nicht halten. Ich bin raus. Mach's gut. Vergammelt in euren Zellen. Ich habe Erfolg gekriegt, die Escapist, weil ich aus jedem Gefängnis ausgebrochen bin. Durchschnittliche Wärme 82%. Wow, schlechte Führung, Abzug, 1285 Punkte. Und ich habe keinen benötigten Tagebonus gekriegt. Wie viel waren das jetzt? 19, ne? Okay, das war das letzte Gefängnis im Spiel. Ich bin raus. Ich habe es geschafft. Der Score ist eigentlich unter aller Kanone, wenn man sich die anderen anguckt. Aber das Ding war halt auch echt, 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 echt schwer. Okay. Ich würde sagen, das war's hier bei The Escapist. Ich weiß, es gibt noch viele Gefängnisse, die man sich über Steam runterladen kann oder auch DLCs, aber ich habe einfach das Gefühl, die Serie hat jetzt lange genug gehalten. Ich will einfach, das ist jetzt ein schönes Ende. Es war das schwerste Gefängnis im Spiel. Und ja, ich würde einfach sagen, es ist hier vorbei. Und es haben mich auch ein paar Leute gefragt, ob ich The Escapist The Walking Dead spielen werde, was glaube ich dasselbe ist, nur mit The Walking Dead Charakteren. Und die Antwort darauf ist, nein, ich werde bis zum zweiten Teil, den ich irgendwann mal spielen werde, aber jetzt auch nicht gleich danach, werde ich erstmal nichts The Escapist-mäßiges spielen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich brauche wieder, einfach, dass das wieder ein bisschen wiederkommt, dieses Gefühl, dass ich das Spiel spielen will, weißt du, was ich meine? Weil wenn man das so lange spielt, dann, keine Ahnung, dann findet man es halt nicht. Ich meine, ich finde es immer noch super, das Spiel ist immer noch super, super geil. Aber ich will halt, dass es sich wieder fresh anfühlt. Weißt du was? Ich meine, ich schmeiße hier mit Anglizismen um mich, aber ich hoffe, es kommt rüber, was ich sagen will. Okay, das hat jetzt fast 2 Stunden gedauert im Ganzen. Keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal was anderes, weil ich bin ja jetzt ein freier Mann. Ich kann machen, was ich will. Ich bin aus jedem Gefängnis in diesem Spiel ausgebrochen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen, Simulator, Button aufs Maul zauen und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich habe jetzt 2 Stunden lang nichts getrunken. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe, ne?